Shaker des Tages. Heute will ich einen Gaming-Booster, der lange frisch hält. Darum nehme ich hier den Edelstahl-Shaker von Holy. Erstmal schnell auseinanderbauen. Ja, das Teil ist doppelwandig, hat hier auch eine schöne Skala drin, damit man weiß, wie viel Wasser drin ist. Ich mische mir jetzt erstmal einen schönen Bubblegum an. Auf jeden Fall brauchen wir Eiswürfel. Wasser natürlich. Ein ordentlicher Löffel Pulver. Ein Mini-Kritikpunkt, das Sieb ist ganz schön großmaschig, hilft natürlich jetzt beim Pulververmischen. Es lässt aber auch Eiswürfel durch. Sieb rein. Trinköffnung rauf. Deckel rauf. Jetzt wird geshakt. In dem Ding hält der Gaming Booster mindestens 10 Stunden eiskalt. Das ist natürlich der Hammer. So lange brauche ich allerdings nicht zum Austrinken.